Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu Creedland. Gebt dem Video bitte ein Like, ein Abo wäre auch super nett und schreibt mir einen netten Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Ich habe noch mal an den Soundeinstellungen gespielt. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise das Ganze. Wartet mal, ich mache mal ein bisschen lauter vielleicht das Spiel. Ja, es ist zu laut vielleicht. Es ist gar nicht so einfach, hier die perfekte Lautstärke zu finden. Also ich habe das Spiel leise gemacht und mich lauter gemacht. Ich hoffe, ihr hört nicht allzu viele Hintergrundgeräusche dadurch. Ich habe kein professionelles Mikro. Das gönne ich mir wohl irgendwann mal noch. Aber gut, weiter geht's. Wir wollen neue Missionen schaffen. Und dafür brauchen wir also Power Armor Ranger einmal. Und 200 Kills mit Backwatcher ist easy. Und wir brauchen Dschungel Midnight 1. Deswegen gehen wir tatsächlich mal hin. Wir versuchen mal was ein bisschen spezieller. Also Dschungel Midnight. Das ist hier Dschungel Midnight. Wir wollen es aber nicht zu einfach machen. Ich sage, wir nehmen. Also hier ist schon erschwert alles Mögliche. Wir gehen jetzt aber tatsächlich mal noch hin und sagen, wir gehen einfach mal auf einmal auf komplett Hardmode. Es ist die erste Karte. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also wir haben die Power Armor dabei. Wir müssten halt schnellstmöglich auf unseren Backwatcher kommen. Okay, also wir werden sehr verlangsamt, wenn wir schießen. Das ist wohl durch diese eine Modifikation, die ich mitgenommen habe. Unlock One Time. Also es gibt hier kein Reroll, egal was ich mache. Es scheint kein Reroll zu geben wie in anderen Spielen. Aber gut. Dann müssen wir halt gucken, dass wir Glück haben und den Backwatcher kriegen. Ist ein bisschen schade, dass das dann Luck-based ist. Ja, und das ist ja extra cool. Oh Gott, sind hier langsam, wenn wir schießen. Ich frage mich gerade, wodurch das kommt. Kommt das jetzt an den Erschwerungen oder tatsächlich? Habe ich da irgendeine Modifikation rausgenommen, die mir jetzt sträflich das Spiel, das Leben schwerer macht? Dann gehen wir die G-Units. Das ist eigentlich die Währung, worauf es am Ende ankommt. So, wieder kein Backwatcher. Dann nehmen wir mal kritische Trefferchance mit. Machen 20er Crits, was okay ist. Wie gesagt, ich peile eigentlich immer die 20 Normal Damage an. Overload. Gut, das ist unsere eigene Fähigkeit. Wolken, den wollen wir nicht. Dann gehen wir einen Durchschuss mitnehmen. Gib uns doch einfach den Backwatcher, bitte. Dass wir die Quest packen oder die Mission. Aber zur größten Not könnten wir uns das auch frei kaufen. Wir sollten hier ordentlich Credits machen. Und wir können ja uns ja immer einen Quest-Fortschritt quasi kaufen. Was ich ganz praktisch finde für Sachen, die zu schwer sind. Aber wenn ich mal auf mein Aufnahmeprogramm gucke, dann ist das immer noch zu laut, die Ingame-Musik. Fire Rate, All Damage, Crit Damage, ja, nehmen wir Schussgeschwindigkeit mit. Das Problem ist, ich kann im Schnittprogramm nicht mehr. Also, ich nehme nur eine Spur, kann ich aktuell aufnehmen. Das heißt, wenn ich alles lauter mache, dann wird alles lauter und alles leiser. Das bringt im Prinzip gar nichts. Aber ich krieg das noch schon hin. Ich krieg das noch hin. Irgendwann wird es perfekt sein. Oder zumindest mal gut oder besser wie aktuell. Aber wie gesagt, ich habe hier schon die Musik so weit runter. Könnten die höchstens mal noch auf 20 und hier auf 10.
Ja. Mal gucken, ob es jetzt so besser ist. Es gibt einfach nicht den Backwatcher. Das ist echt schade. Oh, sind wir langsam, ey. Also, Backwatcher, da ist er. Da ist der Popo-Schießer. Wir brauchen 200 Kills mit dem. Das wird auch noch spannend. Granate holen wir uns hier nicht. Wir holen uns einfach Erfahrung dazu. In der Hoffnung, in den letzten 6 Minuten noch ordentlich Level zu machen, um den Backwatcher zu skillen. Ja, wir müssen noch herausfinden, warum wir so langsam sind. Weil im Prinzip können wir so nicht mehr wegrennen. Skillkunde haben wir nehmen. Also Damage of Equipment. Wir nehmen den Schaden vom Equipment mit, dass der Backwatcher mehr Schaden macht. Ich weiß nicht, ob der Cooldown die Schussrate verringern würde. Das gilt es noch zu testen. Wäre aus meiner Sicht natürlich logisch, aber Computerspiele sind nicht immer logisch. Fire Rate von unserem Backwatcher. Ja, der. Hat 30 Kills bis jetzt gemacht, ist okay. Die 200 sind leider noch ein bisschen weit weg. Könnten wir auch nur bekommen, wenn wir jetzt noch einen zweiten und einen dritten dazu bekommen. Und wir haben eine zu starke Hauptwaffe, die klaut alle Kills. Ein Durchschuss oder Damage. Ich nehme einen Durchschuss. Das wird richtig eng mit den 200 Kills in der Runde. Enemy Movement Speed ist schneller. Also mein Movement Speed ist um 12%. Oh, hallo. Hallo, Sir. Ja, ich kann eben nicht ausweichen, so langsam sie hier sind. So, was kriegen wir? Sehr gut. Die Anzahl von Equipment mal 2. Das heißt, wir haben jetzt 3 Backwatcher. Sehr, sehr gut. So. Was bringt denn eigentlich die Vision? Ah, okay, dann sehen wir tatsächlich mehr. Aber ist das ein Vorteil? Weil man kann das ja auch ausrüsten und kaufen. Die Frage ist, was bringt uns das? Schießen unsere Waffen dann auch früher. Dann wäre das natürlich ein Mega-Vorteil und man sollte es mitnehmen. Overload. Gut, im Prinzip bräuchte ich mir das auch nicht aufzuheben, weil Bosse kommt hier auch keiner mehr. Critical Damage oder Damage. Ich versuche mich nicht zu stark zu machen, dass eben mein Backwatcher noch die letzten 70 Kills kriegt. Ist vielleicht ein Fehler. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall haben wir 500 von den GG-Units gemacht, das ist cool. Gott, sind wir langsam, ey. Das fühlt sich so ätzend an. So, gibt mir noch einen Backwatcher. Natürlich nicht. Wir holen uns mal noch mehr Vision. Und, oh, 50% Damage für unseren Backwatcher. Perfekt. Und nochmal Damage. Und noch ein Backwatcher. Okay, also, ja, GG.
200 Kills geschafft. Ja, geben einmal einen Overload. Der macht 30 Schaden. Ist eigentlich gar nicht so viel. Das wird reichen für die allererste Map auf, ich sag mal, der schwersten Stufe, die wir spielen können. Ich hoffe nur, das zählt als Dschungel Midnight. Steht ja nicht dabei, welchen Dschungel. Das ist jetzt, ja. Könnte mir den Hintern retten. Ice Ring lasse ich mal liegen, bis es vielleicht eng wird. Die Mobs zu nah an den Schrank kommen. Was sind das denn eigentlich hier für Viecher? Also sieht ein bisschen aus wie Frösche. Sieht aber auch aus wie Krabben. Ist auf jeden Fall ein Lebewesen und keine Maschine. Wir gönnen uns den Overlord, um den Boss zu killen. Uff, das war knapp, ey. Ein Bounce, Skill Cooldown. Ja, wir nehmen noch einen Bounce mit. Ich würde jetzt noch Waffenschaden fühlen. Deswegen sammle ich mir noch ein bisschen XP ein. Um unseren Waffenschaden. Natürlich kommt das jetzt nicht mehr. Aber Crit-Chance ist auch okay. Ich glaube, wir haben jetzt mittlerweile 30% aufgesammelt. Also in der Theorie müsste dann jeder dritte Schuss kritisch sein. Aber wenn man hier die Zahlen sieht. Max ja jetzt Ultimate schön, immer Schaden mit. Könnte man denken, wir haben 50% Treffer, also Crits. Letzte Minute fängt gleich an. So ein Magneten-Airdrop würde ich jetzt auch noch fühlen. Da ist er. Och komm, wir nehmen noch die Granate mit. Holen. Ja, Equipment noch mit. Und noch eine Granate. Und Skill-Effekt. Jawohl. Dann dürfte dieser Granatenradius jetzt deutlich größer sein. Wie viel Schaden macht sie denn überhaupt? 60? Kann das sein? Das wäre ja insane viel Damage. Aber hier sollte nichts anbrennen außer unsere Gegner. Die fackeln in den Granaten. Haben einen richtig, richtig lucky Run getroffen mit den Backwatchern und den ganzen Damage Upgrades. Ich bin mal gespannt, was wir dann freischalten. Also wir haben ja noch zwei Karten, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ob wir da jetzt eine Herausforderung kriegen. Ha, Overlord ist nice. Ja, wir nehmen lieber Damage mit. Dann haben wir jetzt hier den Overlord. Der Overload. Und jetzt noch unseren eigenen. 3 Sekunden. GG. Also auf der allerschwersten Herausforderung geschafft. Es gab 5000 G-Units. Wie viele normale Coins gibt es jetzt noch? 13.000, okay. Und... die Mission haben wir geschafft, sehr gut. Wir sind jetzt auf Normal 2. Wir haben Enhancement, die Wüste und eine Laserwaffe freigeschaltet. Die gucken wir uns direkt mal an. Weapon, Lasergun. So, wir vergleichen die mal. Wir haben 7 Damage, hier haben wir 12 Damage. Die schießt 10 mal die Sekunde, die halt nur 5 mal. Also eigentlich macht sie dann nur 6 Schaden pro Sekunde. Die kann verziehen... die hier nicht, was Impact Force ist, weiß ich leider noch nicht. Heat Increase, schneller. Can shoot out laser, not on, Chain Damage, die nehmen wir mal mit. Ahahaha. Ja gut. Oh, wir haben zum Glück 10 Bosse getötet. Aber nein, uns fehlen 100 G-Units. Aha. Gut, kacke. Was müssen wir machen?
Cool. 10.000 Schaden mit den Granaten. Dschungel 5. Was ist das denn? Mercenary. Das wäre ja eine Unterstützung. Wartet mal. Game of Equipment. Hier ist nichts mit Mercenary. Aber hier könnte ich die jetzt auch upgraden, ne? Ja, die könnte ich upgraden. So steigen die... Ach, dann ist das mit den Waffen ja genauso. Ja, okay. Die ist Level 0. Wenn ich sie upgrade, ist sie Level 1. Okay, verstanden. Aber was ist mit Mercenary? Air Support ist noch gesperrt. Titan Mesh. Okay, ist noch unter Developer. Power Armor. Ja, da fand ich die Fury nicht so gut. So, wir müssen Level 5 machen, um das Equipment zu leveln. Das kostet das 300. Ich spare auf die Lasergun. Das heißt, Desert ist jetzt frei. Cool. Okay. Kriegen wir hier irgendwelche Unterstützung? Aber gut, ich würde sagen, wir versuchen in der nächsten Mission. In der nächsten Folge, meinte ich. 10.000 Schaden mit der Granate zu machen und Dschungel Level 5. Ich danke euch bis hierhin fürs Zusehen. Ihr könnt, also ihr kriegt gleich noch ein Video vorgeschlagen. Ist, glaube ich, links oder rechts. Eins, das ihr noch nicht gesehen habt. Und eins aus der Playlist könnt ihr auch gerne anschauen, liken, abonnieren und bis zum nächsten Mal.